Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Walking Dead Saints and Sinners Chapter 2 Retribution. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallihallo ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Walking Dead Saints and Sinners Retribution. Ja, beim letzten Mal waren wir bei Nacht in der Bourbon Street, haben dort die Handelstruppe getroffen, also jemanden von der Handelsliga. Warum habe ich die Gitarre in der Hand? Ich wollte eigentlich das hier greifen. Und jetzt müssen wir zum Tower-Gebiet hin und dort chirurgische Scheren finden und im Bestfall auch eine Eieruhr. Weil die Handelsfrau, die möchte genau das, dass wir das dabei haben, damit wir den Bolzenschneider bekommen, den wir für die Leute da hinten brauchen. Ja, und wie gesagt, dafür müssen wir zuallererst ins Tower-Gebiet. Das wird spaßig, das wird lustig. Und nachdem wir im Tower-Gebiet waren, können wir auch direkt nachts zu Rampart hingehen. Das werde ich aber wahrscheinlich in zwei verschiedene Folgen unterteilen, wie wir einmal beim Tower sind und einmal dann bei Nachbar Rampart. Weil ich werde höchstwahrscheinlich danach einfach nachts zur Bourbon Street reisen. Ich kann mir die drei toten Ratten ja einfach ins Inventar stecken, falls ich die Items unterwegs finde. Also, ich nehme mal meine kleinen Freunde hier mit. Wir sehen uns dann gleich bei der Bourbon Street. Bei dem Tower. So, Leute, da sind wir beim Turm. So, wo sind denn wir genau? Hier. Ich weiß tatsächlich, wo die beiden Baupläne zu finden sind und bei einem sind wir auch tatsächlich sehr nah in der Nähe. Ja, komm her. Jetzt gibt's Boxe. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und zwar, der erste Bauplan ist hier tatsächlich in diesem Parkhaus. Hier sind, wie gesagt, zwei Baupläne. Und laut der Karte muss ich hier hinten ungefähr hin. Wo ist jetzt der nächste schon wieder? Von da drin? Ich will natürlich versuchen, meine Handschuhe eher zu schonen. Mir gefällt es nur nicht, wie dunkel es hier ist. Kann ich ein bisschen mehr Helligkeit bekommen, bitte? Ich muss ganz weit da oben ins Eck. Und hier ist es arschdunkel. Die Gitarre geht ab. Gibt statt tatsächlich Stromleiter, nehme ich mit. Er merkt, dass ich ein bisschen zitterig gerade bin. Ja, ganz ehrlich, bei so einer Dunkelheit finde ich es echt gruselig. Du gibst mir jetzt nicht den Geist auf. Das ist der Bereich, den ich glaube ich gesucht habe. Ja, da liegt der Bauplan. Also der liegt hier ganz hinten in dem Eck. Ganz ehrlich, ich möchte so schnell wie möglich aus dem Parkhaus raus.
Erst will ich ins Licht, dann können wir kämpfen. Ist das eine Posaune? Nee, eine Trompete, oder? Ich muss natürlich aufpassen, hier laufen auch die Tower-Leute rum. Trompete ist gekauft. Und die schießen natürlich bei sich Kontakt. Aber warte mal, wir haben einen Vorteil eigentlich, aber das ist eine Truppe von drei, vermeiden wir die mal. Okay. Ich muss aber dahin, wo sie gerade herkommen. Hier ungefähr ist der zweite Bauplan. Ach, als ob ihr genau in meine Richtung kommt. Alter, hab ich veraimt. Kabumsal! In deine scheiß Visage. Ich glaube, das war ein explosiver Fall, oder? Also den einen habe ich zerfetzt. Waren es nicht drei? Gewehrrahmen. Lass ich mal liegen. Wie gesagt, den einen habe ich aus dem Leben genommen. Da ist nichts mehr so wirklich übrig geblieben. Sein Revolver hat tatsächlich überlebt. Den kann ich noch nutzen. Okay, nach wie vor. Wir suchen eine Eieruhr im Bestfall. Also falls wir sie hier finden. Natürlich. Ich muss mich hier richtig durchkämpfen. Alter, der Bogen ist richtig nice. Ich mag den. Schieße ich gerade daneben. Alter. Hey. Jetzt reicht's. Hate's not a strong enough word for you, tourist. You got all the numbers. In deine Visage. Ich habe eine Errungenschaft bekommen. Den mache ich eben kurz fertig. Wir müssen da rein. Ist das Problem. Hier sind so viele von denen. Ich überlege schon auf das andere zu wechseln. Nein. Ich versuche mir mal die Seite zu klären. Warte mal. Bessere Idee. Ich kann nicht höher ziehen gerade. Versuche einen von denen zum Zombie zu machen. Dann sind die beschäftigt. Boah, ich bin gut.
Hier in da drin brauche ich mehr die Knochen. Natürlich bist du leer. We've put up with enough of your shit. Bandage is ours. Nein, diesmal werfe ich dich nicht in den Dreck. Bauplan für Kaliber 45? Ich habe hier noch einen Bauplan gefunden. Hätte nicht gedacht, dass einer von denen den dabei haben kann. Na gut, da hätte noch ein weiterer gefehlt, ne? Auf der Liste. Dich? Ich wollte schon sagen, die habe ich nämlich nicht richtig gekillt. Die würden mir sonst gleich hier entgegenkommen. Alter, sind hier viele von denen. Ich muss hier wirklich mit dem Bogen, glaube ich, arbeiten. Gut, dass du blind bist. In your face. Hallo? Kabum! Ach nee, die roten waren die Kabum-Pfeile. Mein Bogen ist kaputt. Oh, scheiße. Aber ich habe damit gut aufgeräumt. Mit dem Bogen. Chirurgische Scheren müssen wir hier finden. Ich glaube, hier sind wir ganz gut. Ich hätte auch was fallen gelassen. Warum werfe ich die immer nach hinten? Noch ein Rezept? Nicht, dass ich mich beschwere. Ich sollte mal gucken, dass ich deren Knochen eventuell nutze. Ich bin noch weit von meinem Ziel entfernt. Schrotflinten-Carry. Nee, ne? Wir haben ein Problem, hier geht die Waffe gleich aus. Und ich bin auch fast tot. Merke ich gerade. Wir müssen die Kämpfe jetzt echt vermeiden. Das war ein guter Wurf. Sicherheitshalber köpfen. Ach, fuck. Oh.
Headshot. Manchmal ist die Steuerung so dämlich. Ich glaube, das ist ein Bug. Okay, ich glaube, hier drin habe ich alle ausgeschaltet. Aber warum liegt hier denn nichts? Ach, leck mich doch, ich gehe außen rum. Hier ist zu dunkel zum Kämpfen. Aber wenigstens finde ich hier Munition. Ohne Ende. Oh, SMG-Frames, die brauchte ich doch. Mich anschleichen wäre eine Option. Ach, leck mich doch. Jetzt. Ich steck mir die mal hier mit dran. Dich habe ich definitiv nicht am Kopf erwischt. Egal, dann nervt es eventuell die. Die großen Zelte sind echt nicht so toll. Das war eine Panikreaktion, aber eine gute. Ach, leck mich doch. Okay, die ist kaputt. Ich krieg's nicht geschissen, die Schrupfeln da nicht ständig mitzunehmen, ne? Was taucht hier auch schon wieder so eine Armee auf? Alter. Warte mal, gute Idee gerade, die mir kommt. Ich habe ein paar erwischt. Hoffentlich nerven sie die. Dass ich die unterwegs gefunden habe. Ach. Meine Waffe, die hat gerade einen Headshot verhindert, weil sie die Waffe getroffen haben statt mich. Es ist nicht so leicht, mit dem Revolver zu treffen, wie ihr denkt, Leute. Ist sie noch intakt?
Die ist noch intakt. Damit kann ich arbeiten. Okay. Oh, ich bin ihn los. Irgendwen habe ich, glaube ich, nicht richtig erwischt. Ich gucke, ob hier eventuell noch eine intakte Waffe liegt. Ja, ihn habe ich nicht richtig erwischt. Warum liegt hier aber auch überhaupt nichts rum? Also ich könnte die ganzen Dinger hier mal mitnehmen. Kann ich mir ein paar Waffen machen. Weil die Frames, die braucht man ja alle dafür. Zoomen wir mal weiter, ne? Ach, da ist noch einer. Wieder von den Toten auferstanden. Die kann man nur köpfen, die mit Helm. Ja, uns geht die Zeit auch hier langsam flöten. Aber ich bin hier richtig. Hier müsste eigentlich jetzt in einem Zelt irgendwo das Ding liegen. Da, da ist der Bauplan. Für eine SMG. Jetzt fehlt von dem DLC nur noch einen, den wir aufsammeln können. Ich denke mal, falls jetzt nicht der Bauplan irgendwie drunter war, wird der letzte Bauplan dann einfach irgendwie wieder am Ende vom Spiel kommen, wie beim vorherigen Teil. Aber da ich bisher kein ein einziges Item hier gefunden habe, ne? In dem Gebiet. Außer das, was die gedroppt haben. Meine Waffen sind halt auch eigentlich alle hinüber. Tag 9. Es sind weniger Vorräte verfügbar. Die Anzahl der Toten hat zugenommen und die Präsenz des Turms ist natürlich gestiegen. Was denn auch sonst? Okay, wir sind jetzt wieder hier. Ich habe eigentlich so gut wie alles abgegeben. Ich habe gerade nur im Inventar gesehen, dass ich die SMG nicht abgegeben habe. Aber wir haben echt viel Zeug bekommen. Und wir können uns hier das Upgrade jetzt leisten. Dadurch haben wir die hier freigeschaltet. Eine abgenutzte, abgesägte Schrotflinte. Aber wir haben hier die verbesserte Art, soweit ich das schon gelesen habe. Der einhändige Tod. Einhändig? Oh, das kann ich hier unten reintun, oder wie? Und wie schießt die? Oh, die schießt gut. Jetzt ist nur die Frage, ob die stark ist. Also sowas habe ich gerne Rappen dabei. Lieber als den Revolver, weil der ist echt ungenau. Ein paar Stiele waren auch da drunter, hatte ich gesehen, aber es sind leider trotzdem nicht genügend, nicht mal ansatzweise. Den da mache ich mir direkt zweimal. Ja, geht nur einmal. Aber mitnehmen tue ich ihn trotzdem. So, den muss ich auch noch reinschmeißen. Aber nur ein SMG-Ding, das reicht nicht, um was herzustellen, oder? Ah doch, das reicht hierfür. Da brauche ich nur einen. Aber auch Stromleiter. Des Teufels Pinsel. Ist verstaut. Also die beiden Waffen habe ich freigeschaltet. Einhänder und eine Einhänder-Schrotflinte finde ich richtig nice. Da kann ich mir die Zweihänder sparen.
Scheinbar war aber keiner der Baupläne, die wir so nebenbei bekommen haben, einer hierfür. Leben für die Lunte und das Spinnen, des Besuch auf eigene Gefahr. Wahrscheinlich ist das irgendein Ding, das man bei Nacht finden muss. Man kriegt halt auch keine Info vom Spiel selber, wo man die Dinger findet, deswegen habe ich ja diesen Guide offen. Im Übrigen, einer der Baupläne war tatsächlich bei Via Carola. Den hätte ich beim letzten Mal einsammeln können. Wir können ja mal hier den Rundfunk abhören. Wir haben hier doch eine Liste. Kanal 47 wollen wir hören. Medicine cache found. Valuable supplies. The ward. Med supply located. Memorial Lane. Bei Memorial Lane haben die gerade Medical Supplies gesagt. Das ist das, was ich suche. Ja gut, ne? Jetzt müssen wir aber erstmal zu Memorial Lane, dort die Teile sammeln. Ich denke mal, bei Memorial Lane werde ich auch eine Uhr finden. Weil ich glaube, das war so eine Wohnsiedlung. Warte mal, das kann man ja auch hier drauf so ein bisschen sehen. Ich glaube, Memorial Lane war das hier. Ja, das war noch so eine Wohngegend. Ich denke mal, dort müsste ich eigentlich so eine Eieruhr finden. Wir müssen dann dort aber auf jeden Fall diese Medical Supplies finden. Ja gut, haben wir einen Plan fürs nächste Mal. Auch wenn wir jetzt nicht die Medical Supplies gefunden haben, wir haben ja trotzdem zwei Baupläne dort gefunden. Das ist ja schon wesentlich mehr wert, als man denkt. Die muss ich nicht mehr suchen. Es fehlt nur noch ein Bauplan, den ich so sammeln muss. Zumindest laut Online-Guide. Wo der letzte Bauplan ist, ist da tatsächlich nicht enthalten. Ich denke mal einfach wirklich, dass der am Ende vom Spiel irgendwie da wieder in so einem Spezialbereich liegen wird. Bei dem vorherigen, da hat man nämlich die Möglichkeit, Casey umzubringen oder sich die Armory zu gönnen. Und in der Armory war dann der letzte Bauplan drin. Also ich könnte mir vorstellen, dass es hier so ähnlich ist. Ich kann natürlich nach der Folge googeln, ob das wirklich so ist. Auf jeden Fall. Hoffe ich, dass ihr alle Spaß beim Zusehen hattet. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann gehen wir zum Memorial Lane und holen uns unsere chirurgischen Scheren. Bis dann sage ich mal ciao und bis dann.